Hey, Freunde der YouTube-Unterhaltung, grüßt euch Twitch-Freunde. Ja, ich dachte, weil gestern so viele gefragt haben und ich ja gestern auch selber erst davon erfahren habe, machen wir ein kleines Hearthstone Battle Pass Informations-Meinungs-Video, weil es ja wirklich eine sehr, sehr spannende Sache ist, die Hearthstone quasi vom Grund auf verändern wird. Also das Spiel nicht, also das Spiel an sich nicht, aber die Belohnung oder die Art, was man halt so bekommt. Ja, und zwar wurde wohl eine Umfrage durchgeführt von Blizzard unter Spielern. Jetzt ist, ich nehme mal an, mit Umfrage unter Spielern heißt mal wieder die dicken, bekannten Superstreamer, weil ich habe von der Umfrage nichts mitbekommen. Oder es wurden wirklich rein zufälligerweise Menschen ausgesucht, die gefragt wurden von Blizzard. Aber ja, wahrscheinlich am ehesten noch die wirklich die Bekannten wieder und die sowieso alles bekommen. Ja, und auf jeden Fall wurde wohl eine Umfrage durchgeführt, wie es ist mit dem Battle Pass, wie die dazu stehen oder beziehungsweise was man da machen könnte und so weiter und so fort. Und diese Info ist jetzt irgendwie rausgekommen. Das hier ist von Out of Cards. Da habe ich jetzt, die Seite habe ich auf. Seht ihr auch da unten die wunderschöne Out of Cards Logo. Ja, und daher kommt jetzt diese Info und diese Tabelle hier. Wie gesagt, wie sehr das jetzt genau so ist, wie ihr diese Tabelle jetzt seht, oder wie sehr das genau so kommen wird, das sei alles dahingestellt. Es ist alles noch in der Schwebe. Also ich glaube, dass es kommt, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile ziemlich sicher. Wenn man sich diese Umfrage anguckt, wenn man sich das hier anguckt und wenn man sich andere Spiele anguckt und wenn man sich dann noch diese Jahrestabelle vom Blizzard anguckt, da steht ja ein Punkt mit Progression, zeige ich gleich auch nochmal. Damit wäre ja genau das hier gemeint. Also, ich glaube, dass es kommt, ist schon relativ safe. Aber auch da wäre ich natürlich noch vorsichtig. Aber in welcher Art es dann genau kommt, das ist nicht immer was anderes. Ja, was ist der Battle Pass? Der Battle Pass ersetzt im Endeffekt die Quests. Also, im Moment kriegt, also nicht die Quests, sondern ersetzt das Gold, die Belohnung. Im Moment, man kriegt Gold fürs Spielen. Also, du spielst, du gewinnst 3 Games, du kriegst 10 Gold. Du erledigst eine Quest, du kriegst 50, 60, 70, 80 Gold. Je nachdem, oder eine gibt auch 100. So, also diese ganzen Sachen, und das würde der Battle Pass ersetzen. Dieses ganze Gold, was man bekommt, wäre dann kein Gold, sondern es wären Erfahrungspunkte. Und mit den Erfahrungspunkten steigt man dann Level auf. Hier Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 bis Level 100 oder dann geht es noch höher. So, und pro Level, was man dann schafft, kriegt man halt eine Belohnung. Also man erreicht Level 2, man kriegt ein Expansion Pack. Man erreicht Level 3, man kriegt ein Expansion Pack. Man erreicht Level 4, man kriegt ein Expansion Pack. Man erreicht Level 5, man kriegt ein Prior Expansion Pack. Also ich glaube, das wäre dann aus der jetzigen Erweiterung. Ich glaube, Latest ist dann halt davor die Erweiterung und Prior ist ja dann die jetzige Erweiterung. Ja, also und dann würde man bei Level 6 würde man dann auch mal wieder 70 Gold bekommen. Also ihr seht, man bekommt wesentlich weniger Gold. Also Gold an sich bekommt man viel, viel weniger. Aber man bekommt halt dafür direkt Expansion Packs oder hier ist mal ein Arena-Ticket dabei. Bei Stufe 15 bekommt man eine epische Karte. Bei Stufe 25 bekommt man eine Legendary. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Ja. So wie ich das jetzt gelesen habe, kann man wohl so 9000 Erfahrungspunkte pro Woche machen. Ihr seht ja auch die, also am Anfang mit 500, da ist 9000 noch recht viel, aber hinterher seht ihr schon, ein einziges Level sind 2000. Das heißt, sagen wir mal, man wäre hier bei 66, dann kann man in einer Woche 4 Level schaffen. Also wenn man hier hinten irgendwo angekommen ist, schafft man in einer Woche 4 bis 5 Level, je nachdem, was man angesammelt hat. Ja, also 4, 5 Level maximal in einer Woche am Ende. Am Anfang geht das natürlich alles ein bisschen schneller. Ja. Es gibt wohl eine Umsonst-Variante. Also hier links, in der linken Spalte sind immer die Umsonst-Belohnungen. Der Battle Pass, den man bekommt, wenn man nichts extra bezahlt hat. Und rechts in der Spalte sind die Belohnungen für, wenn man bezahlt hat. Man muss jetzt sagen, laut diesem Beispiel sind die Belohnungen, wenn man bezahlt, jetzt gar nicht so viel anders oder so viel mehr. Aber es sind halt schon coole Sachen. Wenn man bezahlt, würde man zum Beispiel hier Upgradable Hero Skin, Rexha, Jaina, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Ich würde jetzt mal annehmen, dass es wahrscheinlich dann so ist, hier ist es halt Jaina und Rexha auf Tier 3. Wahrscheinlich ist dann in der nächsten... Okay, kurz, wichtig wäre noch, so ein Battle Pass, also so wie ihr ihn jetzt hier seht, der soll 4 Monate laufen. Also ein Battle Pass läuft genau eine Erweiterung lang.
Also von einer Erweiterung bis zur nächsten, so lange läuft diese Tabelle. Also ein Battle Pass geht 4 Monate. Und deswegen würde ich halt sagen, dass man jetzt in den ersten 4 Monaten Jaina und Rexxar halt hat und in den nächsten 4 Monaten hätte man dann vielleicht Uta und Thrall und es wechselt halt von jedem Battle Pass zu jedem Battle Pass kann man halt andere 2 Helden upgraden. Davon gehe ich mal aus. Was Upgradable Hero Skin bedeutet, weiß ich nicht, aber es sollte halt cooler aussehen. Ja, vielleicht kriegt Jaina Feuerbälle um sich rum oder es blitzt irgendwo oder keine Ahnung. Also, ja. Einige Leute würden sagen, Jaina öffnet ihr Dekolleté wieder, wenn man sie upgradet, aber Leute, ich glaube nicht. ja. Und hier zum Beispiel, also was hier sehr cool ist, ein New Cardback bekommt man, also man bekommt einen Kartenrücken, das ist nicht so cool, was ich eigentlich gerade sagen wollte, alternative Coin Art, also ein alternatives Aussehen für die Münze, für die Coin, würde man zum Beispiel bekommen. Also man bekommt nicht so super viel, aber die Sachen, die man halt, wenn man bezahlt, bekommen würde, also Rexxar oder Jaina upgraden, beziehungsweise eine alternative Münze, sind halt schon sehr, sehr coole Sachen, die ich als Vielspieler auf jeden Fall gerne hätte oder sofort mitnehmen wollen würde. Ja, hier, Blizzard, nimm mein Money. Also ja, es ist nicht so super viel anders. Also Gold- oder Erweiterungspacks bekommt man nicht mehr oder weniger, aber man bekommt kosmetische Upgrades. Was hier aber eigentlich dann schon wieder zumindest. Ja, oder davon komme ich gleich. Ja, also ja, wie gesagt, links frei, rechts bezahlbar. Das hier geht 4 Monate lang. Hier seht ihr die Erfahrungspunkte, die man braucht. Pro Level Aufstieg und so weiter und so fort. Das ist erstmal die pure Information, wie das Ding abläuft. Ist es gut oder ist es schlecht? Ich meine, ob es gut oder ist es schlecht ist, man muss wirklich genau sehen, wie viel kostet dieser, zum Beispiel, wie viel kostet das Bezahlding? Ja, was bekommt man am Ende dafür? Also ist diese Tabelle jetzt wirklich in Stein gemeißelt? Ich glaube nicht. Also man muss wirklich den offiziellen Battle Pass, wie er dann am Ende live geht, den muss man sehen. Dann muss man sehen, was man fürs Bezahlen bekommt. Und dann kann man halt genau sagen, okay, hier werde ich abgezockt, das ist geil oder was auch immer. Also um es wirklich mal umzurechnen. Ob jetzt Free-to-Play-Spieler weniger bekommen, als sie im Moment bekommen, weiß ich nicht. Ich meine ganz ehrlich, 70 Gold sind schon mal, viele Quests geben nur 50 oder 60 Gold, hier kriegst du schon mal immer 70 und ein Pack ist 100 Gold, ne? Also 100 Gold, du kriegst also jedes Mal ein Pack hier am Anfang. Also am Anfang, denke ich, gehen Free-to-Play-Spieler bestimmt noch ganz gut durch, weil du kriegst ja sehr, sehr, sehr schnell diese Belohnungen, weil du ja wenig Erfahrungspunkte brauchst. Aber wenn du natürlich hier hinten bist, also wenn du irgendwann hier hinten bist, dann dauert das natürlich alles sehr, sehr lange, bis du mal einmal 70 Gold bekommst. Da musst du 2-3 Tage spielen, bis du einmal 70 Gold bekommst. Das ist natürlich dann schon hart, dann kriegt man wahrscheinlich wesentlich weniger Belohnung. Aber insgesamt ist halt natürlich, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Free-to-Play-Spieler gehen vielleicht eher ein bisschen schlechter durch. Denn der Punkt ist, du kannst pro Woche 9000 Erfahrungspunkte sammeln. Steht hier so. Muss ich einfach mal so glauben. Und laut der Berechnung wäre es also so, dass du wirklich jede Woche die 9000 Erfahrungspunkte mitnehmen musst, damit du Level 100 erreichst als Free-to-Play. Also wenn du Free-to-Play bist, müsstest du jede Woche 9000 Erfahrungspunkte mitnehmen, um hier hinten hinzukommen. Dann würdest du in 4 Monaten die letzte Stufe erreichen. Aber das ist halt der Punkt. Ich meine, ganz ehrlich, jemand, der wirklich keinen einzigen Cent in Hearthstone steckt, ich glaube, die wenigsten davon werden wirklich enorm viel spielen. Wer wirklich enorm viel spielt und jeden Tag dieses Spiel 3, 4, 5 Stunden spielt, ganz ehrlich, der bezahlt wahrscheinlich auch ein bisschen was. Also ich glaube, die wenigsten Free-to-Play-Spieler spielen wirklich sehr, sehr viel. Bestimmt gibt es welche. Aber ich glaube, das sind eher weniger. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Free-to-Play-Spieler nicht das Ende erreichen werden, sondern vielleicht irgendwo hier irgendwo sind oder so. Keine Ahnung, in der Mitte. Bei Stufe 50 bis 60 oder sowas vielleicht. Das heißt, in 4 Monaten kriegen sie also auch nicht alles wahrscheinlich zusammen. Und dann müsste man das jetzt durchrechnen, wie das ist, aber dann könnte ich mir vorstellen, es ist vielleicht wirklich ein bisschen weniger. Der Punkt ist, wenn du bezahlst, kriegst du ja hier 5%, 5% und 5%. Das heißt, nicht nur, dass wenn du bezahlst, kriegst du ein paar coolere Sachen, sondern wenn du bezahlst, dann kriegst du auch XP-Boosts. Und deswegen gibt es auch überhaupt diese Stufe 100 bis 150, weil wenn man jetzt sagen würde, ich muss in 4 Wochen alles erreichen, um auf Stufe 100 zu kommen. Warum geht dann überhaupt 150?
Weil du halt, wenn du bezahlst, kriegst du extra 15%. Also, wenn du bezahlst, kriegst du 15% mehr Experience und dann kann man natürlich auch über 100 kommen und deswegen gibt es diese 25 Gold pro Stufe über 100. Ist jetzt nicht viel, aber ist halt eine Kleinigkeit, aber deswegen gibt es die überhaupt. Also, wenn du bezahlst, kriegst du nicht nur ein paar bessere Sachen, sondern du gehst auch noch schneller hier durch. Aber wir sind ja beim Free-to-Play-Spieler, der nicht schneller hier durchgeht und deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass er nicht alles bekommt. Und der kriegt dann vielleicht ein bisschen weniger. Aber das muss man theoretisch, um am Ende sagen zu können, der Free-to-Play-Spieler kriegt mehr oder weniger, müsste man jetzt genau die Quests durchrechnen, was kriegt man im Durchschnitt an Gold pro Quest und bekommt man. Aber man kann, denke ich, eines schon mal sagen, der Punkt ist, für die Quest musst du 1 bis 3 Hearthstone-Games machen. Ja, wenn du 1 bis 3 Hearthstone-Games erfüllst pro Tag, hast du die Quest fertig. Aber ich glaube kaum, dass du mit 1 bis 3 Hearthstone-Games die volle Erweiterung, die volle Experience gesammelt hast. Also man kann eins schon mal sagen, auf jeden Fall die Leute, die nicht so viel Hearthstone spielen und die halt nur mal 1, 2, 3 Games machen am Tag und vielleicht gerade mal die Quest erledigen, die, denke ich, haben ein Problem oder die werden ein bisschen beschissen. Was heißt beschissen? Oder die haben das Nachsehen, weil sie werden halt niemals die komplette Experience bekommen. Und sie müssten die komplette Experience pro Tag bekommen oder halt pro Woche, damit sie das hier voll ausnutzen können. Ja, um die Quests voll ausnutzen zu können, 1 bis 3 Games pro Tag, Experience voll ausnutzen zu können, muss man mit ganz großer Sicherheit mehr als 1 bis 3 Games pro Tag machen. Insofern werden hier viel Spieler, sage ich mal, belohnt oder zumindest nicht benachteiligt, aber halt eher wenig Spieler oder nicht so viele Spieler, die halt haben halt das Nachsehen. Aber jetzt kommen wir halt zu dem Vorteil, also ich finde den halt echt nicht schlecht. Also Punkt 1, mir geht es nicht darum, ob ich 500 Gold mehr oder weniger bekomme. Ich bestelle vor, ich gebe hier und da mal ein paar Euros aus, um mir Karten zu kaufen. Also es kommt mir nicht auf 500 oder auch 1000 Gold an. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt alle 3 Siege 10 Gold bekomme, das ist kein bisschen Motivation. Und eine Quest zu erfüllen, ist auch nicht wirklich Motivation. Aber mit jedem Spiel ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln und mit jedem Game, was man macht, ein paar Sachen zu bekommen und mal auch mal ein paar Packs oder ich erfülle mal ein Game und kriege ein Pack geschenkt. Oder ich muss jetzt noch 20 Games spielen, dann kann ich meinen Jaina-Skin upgraden. Oder komm, noch 50 Games und ich hab die neue Coin. Oder keine Ahnung. Also für mich als Vielspieler, der ja nun mal Hearthstone streamt, der jetzt aber auch nicht unbedingt vorhat, jetzt Rang 1 Legend zu werden, dem also so ein bisschen die Langzeitmotivation fehlt, ist das hier wirklich eine geile Sache, finde ich, weil das ist halt ein bisschen Langzeitmotivation. Du spielst, um Erfahrungspunkte zu bekommen, und mit den Erfahrungspunkten bekommst du dann coole Sachen wie Skins, Coins, mal eine Legendary-Karte oder hier und da mal ein Pack. Und vielleicht kriegt man ja auch mal ein Pet, vielleicht kann man dann. Man kann so viel machen, man könnte dann extra, ja, man kriegt so ein Pad, was irgendwie am Rand sitzt, man kann ein Spielfeld ein bisschen verändern, man kann seine Heldenfähigkeit vielleicht noch ein bisschen verändern, man kann den Rahmen um den Helden pimpen, all so ein Gedöns, also man kann ganz viele Sachen ja theoretisch hier reinbauen, oder man hat um seinen Namen hat man irgendwie noch ein extra Zeichen, also da wo halt Berono steht, unten links, da ist noch irgendwie ein extra Gedöns, was man sich freischalten kann. Ich weiß es nicht. Also es gibt da 5000 Sachen, die alle völlig unwichtig sind und egal, aber die halt einfach ganz nett sind und wo man sich freut, dass man sie freischaltet. Also, meine Meinung für mich als Vielspieler, der sowieso auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, ist das eine super Sache oder ich würde mich drüber freuen. Zumindest in der Theorie erstmal, so wie ich das jetzt sehe. Weil halt theoretisch endlich mal ein paar Sachen kommen, die ich erspielen kann. Die ich einfach durch Hearthstone-Spielen erspielen kann. Und das wäre halt wirklich Motivation und das fehlt in Hearthstone. Einfach Langzeitmotivation. Jetzt, es soll ja auch das Achievement-System kommen. Also das Achievement-System plus dann dieses Erfahrungspunktesystem, das irgendwie kombiniert, könnte halt wirklich mal neuen Langzeit-Spielwert geben. Auch wenn man, ob man jetzt verliert oder gewinnt auf der Ladder, scheißegal, aber ich kriege ein paar Erfahrungspunkte. Und das finde ich nice. Ob das Bezahlen sich lohnt oder nicht, das muss man sehen, wie teuer es dann ist und was man am Ende wirklich bekommt und wie teuer es ist, das kann man erst dann sagen. Und der Free-to-Play-Spieler bekommt vielleicht auch gar nicht viel weniger oder vielleicht bekommt er sogar theoretisch mehr, aber man muss mit Sicherheit viel mehr dafür machen.
Wie gesagt, Leute, die wenig spielen, die nur ein paar Games am Tag machen, die belohnt dieses System mit Sicherheit nicht. Ja, das wären so meine ersten 25 Cent. Wie gesagt, ich persönlich positiv. Mit Sicherheit haben wir auch einige Grund, das erst negativ zu sehen. Und dann muss am Ende komplett zu bestimmen, müsste man halt wirklich dann das komplett, das 100% Fertige sehen, wie es dann wirklich von Blizzard gemeint ist. Ja, hier unten, das meinte ich eben damit, Leute. Ja, hier sind auch nochmal also, Sachen, die halt theoretisch noch kommen können. Kosmetische Upgrades. Wie gesagt, da geht ja einige Dinge. Hero Portraits, Emblems by your name, also um deinen Namen ein Emblem. Visual Emotes. Ich meine, ich bin kein Fan von Emotes, aber ja, theoretisch könnte man auch Emotes freischalten oder muss ja nicht mal was Böses sein. Es muss ja nicht mal ein Satz sein. Es kann ja einfach nur so wie im Battleground solche komischen Emoticons sein, also halt so Gesichter. Ja, brauche ich jetzt, glaube ich, das wäre jetzt was ich nicht brauche unbedingt, aber also man kann noch viele Sachen theoretisch über diesen Baum halt freischalten. Und hier steht es halt auch, Players können earn a max, also 9000 Erfahrungspunkte sind pro Woche möglich. Ja. So, das war die Roadmap, die ich meinte. Und hier ist halt Achievements und Progression. Also zu den Achievements ist ja sowieso noch nichts bekannt. Insofern, das ist der andere Punkt, auf den ich mich ja auch sehr freue, wo ich ein bisschen Langzeitmotivation sehe und mehr erhoffe. Und die Progression würde halt genau auf diesen... Progression wäre halt genau das Wort, was passen würde für diesen Battle.net Pass, weswegen ich mir vorstellen könnte, dass der Battle.net Pass halt auch, dieser Battle.net Pass wirklich kommt. Dass der kein Witz ist oder so, oder kein Hirngespinst, wo Blizzard nur mal kurz überlegt, sondern dass ich könnte mir durchaus... Ja, das ist noch nichts, ist hundertprozentig sicher, auf gar keinen Fall, das sind nur Gerüchte. Oder die Umfrage ist, glaube ich, kein Gerücht, die ist schon passiert, aber nichts in Stein gemeißeltes. Aber dieses Progression würde halt schon passen. Übrigens sind hier auch noch drei Sachen geblockt für, also der Dezember wird, glaube ich, nochmal spannend, weil hier sind immer noch drei Sachen geblockt. Drei Sachen ist schon ziemlich viel, was man noch nicht weiß, also da bin ich auch mal gespannt, was hier noch kommt. Ja, Freunde, also spannendes Thema, alles noch sehr viel Theorie und wenig Handfestes. Ich persönlich, wie gesagt, bin da eigentlich ziemlich positiv eingestellt, aber ich kann auch hundertprozentig nachvollziehen, wenn Leute es nicht so sehen. Ja, gerne in die Kommentare reinhauen, was ihr davon denkt. Oder natürlich auf Twitch nochmal darüber diskutieren. Wird auf jeden Fall spannend bleiben und wir werden dann sehen, was am Ende damit passiert und was kommt. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Freitag habe ich vor, den ersten Meta-Bericht rauszuhauen. Also Freitagmorgen ist jedenfalls der Plan, dass ich meinen die erste Meta zeige, die ersten Decks, also das, was halt so im Moment gespielt wird an Decks, dass ich das raushaue mit kompletten Decklisten. Genau, so für den weiteren Fahrplan. Wir bleiben hier auf jeden Fall am Ball. Bis dann, Freunde. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.